Masters Maniac Mexico. Ja, moin moin und ein erneutes herzliches Willkommen auf meinem kleinen Kanal der Action-Spielzeuge und des Spielzeugs, wo die Welt und ihre Werte nach wie vor noch 100% in Ordnung sind. Dieses Mal seht ihr mich besonders breit grinsen, denn das ist ein kleiner Teaser für die Feier für meine 100 Abonnenten. Ich kann es kaum glauben. 100 Leute. Und wie viele sind denn das, wenn man die alle zusammen in der Bude hat? Also das ist schon ein ganzen Haufen Leute. Ich freue mich wahnsinnig, ich freue mich riesig. Und da wird natürlich einiges veranstaltet. Am Samstag haben wir ein großes Live mit deutschen Gästen, österreichischen Gästen, amerikanischen Gästen, lateinamerikanischen Gästen. Und werden ganz doll über das Plastik und über das Sammeln schnacken. Und wir haben auch einen Special Guest, jemanden aus der Industrie, der für die Spielzeugindustrie designt und das schon seit über 20 Jahren, der uns da Rede und Antwort stehen wird und uns auch einiges an Exklusiven präsentieren wird. Also ich hoffe, ihr seid am Samstag dabei. Heute ein kleiner Teaser. Viele haben mich gefragt, wie ist das eigentlich mit deiner Sammlung? Ja, ich hatte ein einziges Mal ein ganz kurzes Video auf meinem Kanal. Das war aber, als ich gerade umgezogen war, mir mein neues Haus hier gerade errichtet hat und das Ganze noch im Entstehungsprozess war, ist es immer noch, Sammeln endet nie. Aber ich habe mich zu Ehren meiner 100 Abonnenten dazu entschlossen, euch einen Stand der Dinge zu vermitteln. Also jetzt hier einmal ein kurzer Durchgang durch den Stand der Dinge. Wie ist meine Sammlung jetzt? Wie ist sie aufgebaut? Was enthält sie? Wenn ihr was seht, was euch interessiert, gerne Kommentare drunter hauen. Ich gehe auch gerne auf einzelne Figuren oder Dinge ein. Es sind ja auch ein paar besondere Dinge dabei, weil ich halt nicht in Deutschland lebe, nicht mal auf dem europäischen Kontinent. Also man könnte vielleicht ein paar Dinge entdecken, die man so nicht kennt. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne. Freue ich mich sehr. Interaktion ist der ganze Spaß der Dinge. Und ansonsten seid jetzt mit dabei, wenn wir den 100. Subscriber feiern und seid vor allen Dingen am Samstag mit dabei mit ganz vielen Interaktionen. Es ist so getimt, dass ihr das gut könnt. Samstagabend 8 Uhr für euch. Also 20 Uhr eurer Zeit geht das Ganze los. Und jetzt genießt den Trip. Genießt mit mir zusammen eine kurze Revision, einen kurzen Überblick über meine Sammlung. Bis dahin und bis viel weiter. Ja. Lasst mir auch gerne noch den 101. Sub da, wenn ihr mich noch nicht kennt. Bis dahin, euer Rollo. Ja, hier geht's nun hinein in den großen magischen Raum. Und wir schauen uns das Ganze erstmal ganz schnell von links nach rechts an. Bevor wir hier gemeinsam in die Details gehen wollen. Und das Erste, was ins Auge fällt, ist eine große Bank mit mexikanischen Bootlegs. Auf der rechten Seite haben wir hier die Homer Simpsons, die es hier in ganz vielen Versionen gibt. Ich liebe die Dinger und ich bin noch lange nicht komplett. Dann kamen wir oben den Marshmallow Man von den Ghostbusters. Es kommen langsam immer mehr zum neuen Film heraus. Ich hoffe, ich kriege sie alle noch als Bootleg. Dann können wir hier mexikanische Bootlegs und Originale zum Thema Alien und Predator sehen. Sehr viele Marken, sehr viel detailgetreu gearbeitet. Selbst das Alien Eye ist dabei. Einige mit Abschussvorrichtung. Ich liebe die Dinger. Hier oben auf dem Regal sehen wir mexikanischen Bootleg zum Thema Five Nights at Freddy's. Das ist wohl ein Computerspiel. Das Spiel selber kenne ich gar nicht, allerdings liebe ich die Figuren, weil Horror und Obskures ist für mich einfach was Tolles. Die Figuren kommen alle mit Innenbeleuchtung, die meisten mit Actionfunktionen und viele auch noch mit Musikeffekten oder Soundeffekten. Ja, hier oben sehen wir ein bisschen Lego, Among Us, Power Rangers Mexican Bootleg. Da oben ein wildes Gemisch von Transformers Original und Bootleg, Power Rangers Original, Thundercats und ein kleines Diorama. Das ist voll beweglich. Wenn man das anschaltet, macht das ein Heidenspektakel. Da
Da oben haben wir noch mehr mexikanischen Bootleg, Transformers. Ja, und hier eine kleine Referenz an meine berufliche Tätigkeit. Da haben wir nochmal einen typischen Beutel mexikanischen Bootleg, kleine Figuren zu Five Nights at Freddy's. Hier oben ein paar Turtles, Shredder, Captain America, Mexican Bootleg, ein Riesentransformer. Star Wars, Mexican Bootleg, allesamt. Und da haben wir noch ein paar Gargoyles aus meiner Kindheit. Sieht man, bespielt und ohne Zubehör. Hier unten, klein aber oho, meine internationale Wrestler-Sammlung mit dem Fokus auf mexikanischen Lucha Libre. Vieles ist original, so wie die Kampfarena auch, habe ich von El Vikingo, Jorge Diaz. Ja, hier haben wir nochmal einen Undertaker. Und dann kommen wir zu meinem Horror. Nein, wir kommen zu meiner absoluten Liebe, Masters of the Universe. Mit Mask und Masters of the Universe und Captain Future hat bei mir alles angefangen. Captain Future ist hier in Mexiko überhaupt nicht zu bekommen. Mask habe ich leider nur sehr wenig aus meiner Kindheit retten können. Aber Masters, wie man sieht, von Original, also von Vintage bis Classic bis zu Origins, ist alles da. Und es wächst. Und es wächst. Es ist auch natürlich Mexican Bootleg dabei. Ja. Spanische, deutsche, amerikanische Karten. Alles da. Hier kommen wir zu meinem Minifiguren-Display. Auch einiges von Masters dabei. Aber auch viele andere Figuren. Was hier klar wird, ist, dass ich mich dem Lego-Thema ebenso widme wie dem Action-Figuren-Thema. Ich liebe das Lego zu bauen. Für mich ist das kontemplativ, entspannend. Ja, aber auch die großen Dinger haben bei mir ihren Platz. Godzilla, Hulk, alles Figuren über 70 cm. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Superhelden, ein paar sehr seltene mexikanische Bootlegs, ein paar Originale, ein Robocop, Venom, auch Mexican Bootleg, mit viel Accessoire, vier Wechselköpfe. Ja, hier ist meine kleine Bastelecke, ich modifiziere auch viel und mache wie gesagt Lego. Im Moment ist sie gerade vorbereitet, um Aluminium Abdrücke zu machen, vom He-Man-Schwert, bisschen Militär. Ja, Action Man, Max Steel und ein 70er-Jahre-Roboter. Jetzt kommen wir langsam zum Custom hier. Ein paar Caps Custom Made, Masters of the Universe. Nochmal ein bisschen Marvel Universe mit ein paar Special Edition-Figuren. Paar Plüschis noch aus meiner Kindheit oder frühen Jugend. Gehen wir mal langsam rüber zur Film- und Spiele-Ecke. Na, auch ein paar Comics, also meine Lieblingsserien aus Deutschland, John Sinclair, Perry Rhodan, Lego, Lego, Lego und noch ein paar Actionfiguren. Ja, und meine Spiele-Ecke. Filme, Xbox, ja, das Original, also die erste erschienene Xbox Classic haben wir da. Klar spiele ich auch PC. Ich habe ein paar Klassik-Konsolen. Und was hier noch nicht aufgebaut ist jetzt, ich habe mir gerade eine NES gezogen. Die muss ich noch aufstellen.
Rot, noch ein paar Riesenfiguren zum Abschluss. Ein 90 cm Hellboy und ein 95 cm. Ja, Heavy Metal, Dark Metal, Batman, Joker. Damit verabschiede ich mich. Kleines Review. Ich hoffe auf eure Meinung, eure Kommentare. Wenn ihr mich noch nicht kennt, lasst mir ein Like und vor allen Dingen ein Abo da, damit ich von 100 auf 110 komme. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr seht. Wenn ihr einzelne Figuren nochmal sehen wollt oder Informationen möchtet, hier bin ich zu allem bereit. Mach auch gerne auf Request ein Video. Haut raus, was ihr zu sagen habt. Masters Maniac Mexico.